white J's, white Porsche, white wrist, white horse. Hi, bitch. Hi, bitch. Heute sind wir in Großvenediger Neukirchen oder Neukirchen am Großvenediger. Da oben hinter mir soll es einen Blausee geben. Das Blausee wurde uns empfohlen, da wollen wir hin. Wart ihr schon mal am Blausee? Wenn ja, dann schreibt es mir unten bitte in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr dort so erlebt habt. Ich habe gehört, dass man dort sogar grillen kann, wobei es wirklich in Pinzgau ganz, ganz, ganz wenige Grillplätze gibt. Aber was ich natürlich nicht verstehe, ist, wenn wir das Auto da nicht mit hochnehmen dürfen, dann müsstet ihr das ganze Grillzeug dann eigentlich mitnehmen. Also irgendetwas passt da nicht oder mit Informationen. Wie es ganz genau abläuft, das werden wir dann gleich sehen. Die hübsche da ist meine Frau. Das ist die Wanderroute. Es geht leicht steil auf. Also ich habe mich schon gefragt gehabt, warum es Blausee genannt wird, weil dort hinten war es eher grün. Aber wenn man so jetzt hinschaut, dann muss man schon sagen, es ist schon blau. Also daher kommt dann der Name Blausee. Ich finde die Landschaft oder so wie das grünliche Gewächsteppich hier so zusammengewachsen ist. Das ist also echt abartig. Das sieht aus wie Herr der Ringe, das Hobbitsdorf, kennt ihr das? Also den Film hätte man hier wahrscheinlich genauso drehen können. Ich würde sagen, es lohnt sich wirklich hierher zu kommen und die Landschaft zu genießen. Ich habe heute meine Drohne auch dabei. Ich lasse den nachher noch kurz abheben, dann schauen wir uns mal, wie die ganze Sache hier von oben ausschaut. Ich hoffe, dass euch die Drohnenaufnahme gefallen hat. Also das war jetzt gerade mein, wie sagt man dazu, Jungfahrtenflug, glaube ich. Also blau ist es nur da hinten. Wie ihr seht, hat es hier nichts mehr mit dem Blau zu tun. Und außerdem gibt es hier so eine Art einen Staudamm. Schatz, du siehst voll gut aus. Ja, volle Kanne. Bitteschön. Schon stark, oder Schatz? Thank you.
Das ist der Wasserfall, den wir vorhin von oben angeschaut haben. Also das finde ich, haben sie echt schön gemacht, dass man hier alles in verschiedenen Perspektiven sich anschauen kann. Jetzt habe ich leider das Mikrofon nicht dran. Wahrscheinlich kommt jetzt meine Stimme ziemlich schwach rüber. Aber das Wasser ist schon mächtig. Also wie ihr seht, kann man in Neukirchen beim Großvenediger nicht nur Skifahren im Winter. Hier ist wirklich auch wunderschön im Sommer. Deshalb würde ich euch wirklich empfehlen, gerade zu der Corona-Zeiten, wo es in vielen Ländern sowieso so gefährlich ist, Urlaub zu machen. Kommt nach Österreich. Ich glaube, hier in der Natur, wenn ihr euch an die Social Distance Regeln haltet, würdet ihr sicher keine Probleme haben. Und ihr könntet hier durch euren Urlaub genießen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa. Perfect.